Paps, darf ich morgen mit Erwin zum Stadion? Vorwärts spielt gegen Turbine. Alene, ich weiß nicht. Was bin's, Frauchen? Irene holte gerade aus der Küche eine Kanne frisch gebrühten Getreidekaffee, blieb kurz auf der Schwelle stehen und blickte in beide Gesichter. Sowohl Edgar als auch Lutz hoben erwartungsvoll die Augenbrauen. Die Dame des Hauses musste das Ganze absegnen. Allein konnte und wollte Edgar diese Entscheidung nicht treffen. »Was sagt denn Erwins Papa dazu? War er schon mal alleine im Kantian?«, fragte Irene und goss allen dreien sorgsam die Tassen voll. »Logo«, rief Lutz und spürte, dass Hoffnung bestand. »Kein Wunder«, schließlich stand sein 13. Geburtstag vor der Tür. »Na, von mir aus, mach mir aber keine Sorgen und lass dich nicht von den Großen zum Bier verführen, hörste? Dafür bist du noch zu kleine«, erklärte sie und säbelte eine Semmel auf. Mit einem so schnell gegebenen grünen Licht hatte Edgar gar nicht gerechnet. Nun starrte er nachdenklich auf seine Salamischrippe und malte sich aus, was auf den Straßen in Prenzlauer Berg alles passieren könnte. Allein der Verkehr auf der Schönhauser Allee, die Menschenmassen im Stadion, aber gut, eins musste man ihm lassen. Er hatte für seine Frage den optimalen Moment erwischt. Also würde er am morgigen Sonntag, dem 28. April 1963, das erste Mal mit seinem Schulfreund Erwin allein zum Heimspiel in die Stadt fahren. Edgar würde ja liebend gern mitkommen, doch musste er noch einiges für die kommende Arbeitswoche vorbereiten. In Eisenhüttenstadt brannte mal wieder der Baum. Gefühlvoll, ja geradezu zärtlich, griff er sich weitere Fotos. Überrascht stellte er fest, dass eines sogar als Postkarte verschickt worden war. Die Handschrift konnte er nicht entziffern, den Abdruck des Stempels schon. Hohensalza, 10. Mai 1913. Auf einem anderen Foto war die Handschrift etwas leichter zu lesen und Lutz las murmelnd. Zum Andenken, nachdenklich, blickte Lutz auf ein weiteres Foto. Gustav Schneider, nach Detail, war auf einer Hauswand zu lesen. Am Freitag, den 16. Oktober 1987, stieg das Heimspiel gegen Hansa Rostock und nach der Schule sauste Molly gemeinsam mit Jan Ronda in die Stadt. »Gehen wir wieder kicken?«, fragte Molly. »Was denn kicken?«, indignierte Jan. »Na, die Typen im Glaskasten. Vielleicht lauern die ja den Fischköppen auf«, erklärte Molly und wies den Weg zur Kneipe. Glaskasten, die eigentlich ein SB-Restaurant war und sich unten im Hochhauskarree befand. Der Glaskasten war in den 80er Jahren ein beliebter Treffpunkt der robusteren FCV-Fans und insbesondere bei den Heimspielen gegen Dynamo Dresden kam es dort öfters zu derben Schlägereien. Nicht selten konnten am nächsten Tag noch die Blutspuren auf den Gehwegplatten bewundert werden. »Schneiden wir uns später auch eine Glatze?« haute Molly einfach mal raus. »Bist du blöde? Meine Alten bringen mal um. Wie kommst du denn jetzt darauf?« »Na, weiß nicht. Vielleicht einfach mal anecken. Im Block K laufen doch ein paar solcher Typen rum. Und wenn wir 16 sind, jagen wir in der Gubener Straße mit den anderen Hotten die Sachsen«, schlug Molly vor. »Nee, du, lass mal. Auf sowas hab ich überhaupt keine Lust«, erklärte Jan. »Haha, aber immer neugierig kicken, wenn drüben gekampelt wird, oder?« warf Molly lachend ein. »Kicken ist erlaubt. Ich finde nur schade, dass Büschi und Energie nicht mehr dabei sind«, wechselte Jan gekonnt das Thema. »Ja, stell dir vor, als Fortschritt am vorletzten Spieltag bei uns gewonnen hat, bin ich schon vom Klassenerhalt ausgegangen. Und dann verkackten die das Ding gegen Erfurt mit 3:4. Cottbus hätte ja sogar fast noch gepackt. Leider war Lok zu blöde, gegen Riesa zu gewinnen.«